Hallo Leute, endlich war es soweit. Nachdem ich es 2 Jahre lang versucht hatte und nicht geschafft habe, bin ich dieses Jahr das erste Mal nach Straßburg in die Halle gefahren und hatte da auch eine Menge Spaß. So, angekommen in der Halle, erste Mal Pump Track. Schauen wir mal, wo es hier lang geht. Wow. Nice. Leider ist hier in der Halle das Licht nicht immer perfekt und die GoPro oder Action Cams im Allgemeinen sind ja nicht als Lowlight Monster bekannt. Fuck. Das Putzen vorm Losfahren war wohl keine so dolle Idee. Egal. Jetzt erste Mal die rote Strecke probieren, aber erstmal ganz langsam. Ja, Leute, was soll ich sagen? Pump Track ist mega geil, mega anstrengend. Bis ich die Doubles springen werde, wird noch eine Zeit vergehen. Ob ich das heute noch schaffe? Naja, vielleicht zumindest den einen blauen hier vorne, aber ich glaube, die rote ist mir noch etwas zu heavy im Moment. Fehlt ja noch massig Strecke. Na, egal. So, hier geht's wohl auf so eine Art Technikparcours. Mal gespannt, wie der mit dem Dörter so geht. Wir werden sehen. War knapp. Boah, man soll sich rechtzeitig für eine Linie entscheiden. Wow. Fuck, bin ich schlecht. Mei, mei, mei. Alles scheiße, okay. Für den Technikparcours bin ich echt too miserable. Wahnsinn, jetzt bin ich hier in der Skatepark Area. Und ich muss euch sagen, es ist schon massiv steil, massiv hoch. Boah, ich habe richtig Schiss und Bammel und ich glaube, hier mache ich echt nicht viel heute.
Wow, ist das glatt. Fuck, Alter. Nein, dafür reichen meine Skills definitiv nicht. Fuck. Rausspringen habe ich Schiss. Quota springen kann ich nicht. Puh. Also ich fühle mich hier brutal fehl am Platz. Aber naja, vielleicht lerne ich das ja noch irgendwann mal. Wobei in meinem Alter nicht mehr so wahrscheinlich. So, nachdem wir jetzt da hinten an dem Skatepark und an dem Technikparcours jetzt weitestgehend vorbeigefahren sind, kommt als nächstes die Dirt Jump Area und die hat es wahnsinnig in sich. Also noch größer und steiler, als ich mir das vorgestellt hätte. Wahnsinn. Absolut nichts für mein Skill Level. Aber naja, man kann ja nicht immer alles haben. Wahnsinn. Oh, da hinten im Eck ist noch eine Trials Section oder sowas, glaube ich. Kann ich auch gar nicht. Aber naja, wenn ich nur das machen würde, was ich kann, würde ich nie was dazu lernen. Aber ganz ehrlich, die Knochen brechen will ich mir auch nicht. Flyout Training. Ja. Wahnsinn. So. Schieben wir mal hier hoch und schauen mal, was uns hier erwartet. Also auf den Startturm für die Dirt Section will ich nicht. Wobei, mal schauen. Kann man ja. Oh, hier ist noch einiges hier oben. Really nice. Fuck, Alter. Scheiße, da kommt man jetzt gar nicht hin. Da muss ich doch den Einstieg auf die Runde irgendwo finden. Leute, was soll ich sagen? Die GoPro verzerrt mal wieder hier komplett. Man sieht nicht, wie steil es wirklich ist. Es ist mir schon zu steil zum nur runterrollen. Brutal. Hardcore. Selten so viel Schiss gehabt. Ja, dann versuchen wir uns mal an der blauen Line. Ja, Leute. Mit dem Dirt Jumper ist das hier schon teilweise sehr anstrengend. Je nach Übersetzung kommt man fast nicht die Anstiege hoch. Das Foam Pit.
really, really nice. Really. Ja, Foam Pit, immer das Problem, wieder rauszukommen. Fuß runter. Gemacht, really nice. Hier wohl noch etwas Baustelle. Zu locker. Scheiße. Fuck, ist das anstrengend. Mit dem Dirtjumper. Noch weiter? Nee. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Wow. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Let's try the blue again. Ja, Leute. Danach bin ich dann wieder auf den Pump Track. Das hat einfach am meisten Laune gemacht. Und hier habe ich noch viel zu lernen und mich um einiges zu verbessern. Aber ich werde auf jeden Fall noch öfters in diese Halle fahren, die ist echt geil gebaut.
Bilder? Ja Leute, was soll ich sagen? Ich war mittwochs vormittags da, also ab 12.30 Uhr ungefähr. Und ich muss sagen, es war eine gute Entscheidung, unter der Woche hinzufahren. Es war fast nichts los. So konnte ich auch, wie hier zu sehen, mal versuchen, etwas Außenaufnahmen zu generieren, obwohl ich alleine war und niemand die Kamera bedienen konnte. Naja, ist nicht sehr spektakulär, aber naja, ich hab's mal einfach mit reingeschnitten. Jo Leute, mega geiler Tag in Straßburg in der Streithalle ist nun zu Ende. Jetzt geht's ab nach Hause. Ja, mein Dirt Jumper hat richtig gut funktioniert. Nur ich kann es halt noch nicht. Ich muss noch viel üben. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.